herzlich willkommen. Heute gibt es etwas ganz Besonderes hier auf meinem Kanal, denn ich möchte mit euch eine Trading Card Box auspacken. Und zwar eine, nicht irgendeine, sondern eine ganz besondere Box, die es nur 200 Mal auf der Welt gibt. Die Box ist vor kurzem erst rausgekommen und zwar anlässlich eines Abschiedsspiels eines Fußballers, eines ganz bekannten Fußballers, eines ehemaligen deutschen Nationalspielers mit polnischen Wurzeln, Lukas Podolski. Lukas Podolski hat am 10.10.2024 sein Abschiedsspiel gefeiert in Köln. Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es dann auf YouTube im Nachhinein dann halt Ausschnitte verfolgt und so weiter. Ich muss sagen, es war sehr, sehr emotional. Lukas Podolski hat eine Riesenkarriere hingelegt, war ein super oder ist ein super sympathischer Mensch, offen kommunikativ. Ja, hat mit Schweini zusammen, Poldi und Schweini, eine Ära in der deutschen Nationalmannschaft geprägt. Und ja, hauptsächlich hat es bei mir angefangen, so 2006 bei der WM im eigenen Land, wo Poldi und Schweini halt die Abwehrreihen der Gegner durcheinander gewirbelt hat oder haben. Und Poldi ist einer der Nationalspieler mit den meisten Spielen im deutschen, im DFB-Dress. Auch das mal nie vergessen bei ihm. Ja, er ist immer bodenständig geblieben. Er spielt jetzt, soweit ich weiß, noch in Polen. Aber wie gesagt, hat jetzt am 10.10.24 sein Abschiedsspiel gefeiert. Und zu diesem Anlass hat Lukas Podolski selbst, das habe ich jetzt auch so erfahren, gesagt, da muss es was Besonderes zu geben und hat Trading Cards erstellen lassen, und zwar bei einer Firma, die nennt sich Sport Zoo. Die ist wohl im osteuropäischen Bereich oder Gebiet sehr bekannt, macht dort regelmäßig Trading Cards. Und Poldi ist auf die zugegangen und hat gesagt, ich möchte gerne was Besonderes zu meinem Abschied machen und hat Trading Cards rausgebracht oder rausbringen lassen, wie gesagt, von der Firma Sport Zoo. Auch hier zum Zeitpunkt der Aufnahme diesen Videos gibt es immer noch diese Boxen, die sind wie gesagt auf 200 Stück limitiert. Angeblich sind, glaube ich, 70% oder 80% mittlerweile verkauft. Also wenn jemand eine haben möchte, da noch schnell sein. Ich schaue mal, dass ich Sport Zoo unten in der Videobeschreibung noch verlinke, falls jemand Interesse hat. Und Poldi, wie gesagt, ist auf die zugekommen und ich möchte jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und hat diese Box rausgebracht. Kannst du mal gucken, die ist so toll, das sieht so toll aus, das Ganze. Ja, hier steht, Sport Zoo ist der Hersteller, LP10, also Lukas Podolski 10, er hat die Hausnummer, wollte ich schon sagen, die Trikotnummer 10 getragen. Lukas Podolski Farewell Game, also Abschiedsspiel beim oder vom 1. FC Köln, von seinem Herzensverein, der Verein, wo er seine Karriere begannen bzw. durchgestartet ist, wo er später nochmal zurückgekehrt ist. Lukas Podolski wird für ewig mit dem 1. FC Köln verbunden sein. Und wir haben diese Box rausgebracht, die möchte ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Die ist noch in Folie verpackt und bevor wir das machen, werfen wir nochmal einen Blick auf die Rückseite bzw. auf den Inhalt, der drin sein kann. Und zwar Lukas Podolski natürlich, also ist auch Lukas Podolski drin. Und zwar sind ganze 3 Karten in dieser Box drin. Ja, es gibt einmal eine On-Card-Autogrammkarte, die ist garantiert. Also On-Card ist ja immer ein Highlight, sage ich mal. Ja, bei Trading Cards ist es oftmals zu 90% so, dass Karten mit einem Sticker versehen sind. Das heißt, der Spieler, der Prominente, wie auch immer, bekommt von dem Hersteller einen, eine DIN A4-Seite, mehrere DIN A4-Seiten voll mit so kleinen Stickern. Das sind meistens 20, 30 Sticker auf der Folie drauf. Die unterschreibt er dann einfach, gibt die dem Hersteller wieder zurück und der klebt die auf die Karten drauf. Und das sind dann Sticker-Autogramme. Das ist hier nicht der Fall. Poldi hat jede einzelne Karte in der Hand gehabt, die er signiert hat, hat sie unterschrieben. Ja, das ist schon mal das Besondere dabei. Also wie gesagt, ein Autogramm ist hier garantiert drin. Die anderen 2 Karten bestehen aus Patchkarten, wo ja sein Trikot verarbeitet wurde. Und auch wieder da das Besondere, es ist nicht irgendein Trikot hier mit drin in diesen Karten, sondern es sind getragene Trikots von Poldis Spielen und von besonderen Highlight-Spielen. Und das steht hier hinten auf der Rückseite drauf. Ich gucke mal, ob wir das, oder genau, komm einfach mal rüber. Vielleicht besser so. Ja, wir haben hier 3 verschiedene Trikots. Es gibt das Rising Star Trikot, es gibt das First Hattrick Trikot, also da, wo er halt 3 Tore in einem Spiel gemacht hat. Und das Home Again Jersey, da ist er, glaube ich, wieder zum 1. FC Köln zurückgekommen.
Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten eines Autogramms. Es gibt einmal Autogrammkarten, Standard-Autogrammkarten hier drin. Oder es gibt Autogrammkarten, wo auch noch ein Trikotpatch mit eingearbeitet sein kann. Ja, oder sowas hier kann auch noch hier drin sein. Und genau, das sind die. Und dann hier unten gibt es dann nochmal drei weitere Möglichkeiten eines Jerseys oder einer Patchkarte. Ja, Remarkable Season, Last Dance, das wird von seinem letzten Köln-Spiel gewesen sein, und Club Legend Jersey. Ja, und wie ihr seht, hier hinten sind immer die Nummerierungen, die möglich sind. Und wenn ich sehe, bei den Unterschriften ist die höchste Nummerierung eine 80, also alle Karten sind wirklich durchnummeriert. Bei den Jersey-Karten jeweils 75. Und ich würde sagen, das war jetzt lang genug über die Box selbst. Wir packen die mal auf. Ich habe schon das ein oder andere Unboxing geschaut bei Top Trading Cards, auch bei den B Brothers. Und muss sagen, diese Box ist wirklich wunderschön. Ich mache die jetzt einfach mal hier auf. Und da ich die Box auch behalten möchte, machen wir es so, dass ich die vorsichtig auf der Seite aufmache und nicht irgendwo jetzt wild drin rum hantiere. Und achso, was ich vergessen habe, ich mache die jetzt auf, und wenn ich die dann aufklappe, hier oben sind nochmal zwei Siegel, die schneide ich jetzt auf, wenn ich die dann aufklappe, ist erstmal ein Einleger über den Karten. Die Karten liegen in Magnetic Holdern schon drin, 1, 2, 3 Stück. Deswegen habe ich hier diese Filler hier schon liegen. Das heißt, ich mache das jetzt auf und lege erstmal, ja, diesen Einleger ein bisschen an und schiebt die drunter, damit man nicht direkt sieht, welchen Einleger wegziehe, was für Karten drin sind. Das Besondere ist, es gibt noch was ganz Spezielles hier, und zwar gibt es insgesamt 5 dieser 200 Boxen, die auf dem Einleger, wenn ich das gleich hochklappe, eine Inscription von Lukas Podolski draufstehen haben können. Das heißt, es gibt quasi 5 Gewinner, und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine einzige gesehen. Ich habe noch in keinem Video, was ich gesehen habe, und auch sonst auf keinem Instagram-Post oder so gesehen, dass schon mal so eine Box geöffnet wurde. Lukas Podolski hat sich da was ganz Besonderes ausgedacht. Du kannst gewinnen, wenn er hier was draufgeschrieben hat. Oder er schreibt das, ich glaube, er hat draufgeschrieben, was du gewonnen hast, wenn du das hier bekommst. Und zwar einmal ein Heimspiel des 1. FC Köln besuchen in seiner Loge. Entweder das, dann ein Heimspiel von dem polnischen Verein, bei dem er jetzt aktuell spielt oder gespielt hat, auch in der Loge das Heimspiel zu besuchen. Du hast die Möglichkeit, signierte, von ihm wirklich getragene Fußballschuhe zu bekommen, die er in einem Spiel getragen hat. Und noch zwei Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Also drückt uns allen die Daumen hier, dass bei dem Video vielleicht Zeit. Das erste Mal, genau, es wird auf jeden Fall Zeit, das erste Mal so eine Box geöffnet wird. Ich mache jetzt erstmal die Siegel hier vorsichtig ab. Oder auf, besser gesagt. Gucken wir gerade mal. Doch, das erste ist auf. Das zweite ist auf. Und am besten kommst du jetzt auch nochmal rum. Und dann gucken wir mal, ob jetzt da was drin ist. Also erstmal ist es ein roter Einleger. Und nein, ich habe keine davon. Schade. Schade, also keine. Ja, hier hätte er normalerweise was darauf geschrieben. Ist nicht drin, aber guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Ja, sieht das nicht geil aus? Danke, Poldi, steht hier. Ja, nochmal seine Unterschrift, nochmal eingraviert mit der 10. Danke, Poldi, hier oben im Köln-Trikot. Du bist Kölle, also du bist Köln heißt das wahrscheinlich. Danke für alles, Lukas. Ich finde diese Box so Wahnsinn. Dieser Einleger hier ist der Hammer, fühlt sich richtig hochwertig an, merke ich jetzt gerade. Ja, unsere 10 in Rot und Weiß, also Rot und Weiß. Ich kann kein Kölsch, seht es mir nach. Und hier nochmal das Datum des Abschiedsspiels, 10.10.2024. Hier steht, der Stoff, aus dem Kölsche Helden sind. Ja, ich finde es einfach toll, für meine Stadt, für meinen Verein, für euch. Und im Hintergrund nochmal überall LP10 drin stehen. Sein Konterfei nochmal hier in dem O drin stehen. Ich finde es einfach der Wahnsinn. Wie gesagt, wenn ich das jetzt einfach hier abheben würde, wären jetzt hier die 3 einzelnen Karten drunter. Ich mache es so, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Ich lege jetzt hier, in der Hoffnung, dass man nichts sieht. Genau, das ist gut. Da wird das nochmal kurz gefilmt. Da was rein. Oh, das ist ein bisschen zu groß sogar, die Dinger, die ich hier habe. Aber macht ja nichts. Zweimal. Und jetzt habe ich es gleich.
Dreimal. So, jetzt kann ich das abheben, in der Hoffnung, dass man nichts sieht. Ja, man sieht nichts. Ja, und das ist allein schon toll. Ja, wie gesagt, es war echt stabil und es fühlt sich so ein bisschen samtig sogar an. Finde ich sehr, sehr schön. Das legen wir mal zur Seite. So, hier haben wir die drei Boxen, drei Karten drin oder drunter. In den beiden äußeren sind jeweils die Trikotkarten. In der Mitte ist die Unterschrift. Wir fangen natürlich an mit den Trikotkarten, weil die Unterschrift hebe ich mir zum Schluss auf. Wir nehmen einfach mal die erste Karte. Wie gesagt, die sind in so einem Magnetic-Holder drin. Und jetzt guckt euch mal das an. Das ist doch genial, oder? Wenn ich die Karte abhebe, habe ich hier nochmal Podolski 10, 1. FC Köln, sein Trikot quasi drin. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, einfach nur diese Feinheiten. So, und jetzt packen wir mal das Teil hier von der Karte und gucken mal, was da so drin ist. Oh, es bleibt spannend, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ein weiße Patch. Und zwar heißt es hier, die 45, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, das ist die Karte 45 von 75. Ja, ein bisschen, jetzt hat er einen Fokus, mal gucken. Ja, also auf jeden Fall die 75 nummeriert, weißes Stück Trikot und hier unten steht Farewell Game. Das heißt, das müsste eigentlich von seinem Abschiedsspiel sein, das Trikot. Und wenn das so ist, ist das schon mal der Hammer. Ja, das ist Wahnsinn. Rückseite, mal gucken, ob da irgendwas draufsteht. Clublegende Lukas Podolski mit 86 Goals in 181 Matches. Unvergessene Momente und so weiter. Hier steht's: You have received a card with a piece of an authentic game-worn jersey of Lukas Podolski. Und authenticity is, of the jersey is guaranteed by Sport Zoo. Ja, also steht jetzt nicht genau drauf, welches Game das war, aber es steht hier Farewell Game, also heißt, es muss vom Abschiedsspiel sein. Wie geil ist das denn, ja? Also von seinem Abschiedsspiel, von seinem letzten Spiel, das Stück Trikot. Das ist die Nummer 1. Karte Nummer 2 ist jetzt auch wieder eine Trikotkarte. Gucken wir mal, was das für ein Trikot ist. Ein schwarzes und sogar ein Two-Color-Patch. Also zwei Farben, weiß und schwarz. Und es ist Game-Worn auch. Oh, auch von seinem Abschiedsspiel. Also zweimal von seinem Abschiedsspiel. Das kann natürlich sein, weil er hat einmal das Trikot des 1. FC Köln eine Halbzeit lang getragen. Und in der zweiten Halbzeit ist er dann bei der von Poldi zusammengestellten Mannschaft dabei gewesen. Also er hat zwei verschiedene Trikots getragen. Das ist natürlich richtig cool hier. Noch hier hinten wieder steht wahrscheinlich dasselbe drauf. Oh nee, hier steht sogar was anderes. Hat sein Debüt für Köln im November 22, 2003 gemacht. Und das erste Tor am 13. Dezember 2003 gegen Rostock erzielt. Aber zweimal Abschiedsspieltrikot, das ist natürlich cool. Ja? Also wäre cooler gewesen, sagen wir mal so. Einmal Abschiedsspiel, einmal das erste Spiel, aber ich will mich gar nicht beschweren, ich finde es richtig klasse. Aber jetzt kommt noch das Besondere und da hoffe ich halt, ich hoffe, sagen wir so, drückt mir die Daumen, was hier drunter stehen haben, Podolski 36, ist er 36 Jahre alt jetzt bei seinem Abschied, das weiß ich gar nicht genau. Aber jetzt hoffe ich hier auf ein Autogramm und noch ein Patch. Natürlich, ich nehme alles, was drin ist. Ja, es ist Podolski, ein On-Card-Autogramm, aber wäre jetzt noch ein Patch dabei, wäre das der Wahnsinn. Und wir lüften das Geheimnis. Und ich glaube, es ist eine Standardkarte. Es ist kein Patch dabei. Mhm. Ja, es ist eine Standardkarte zu 80. Also das ist die höchst nummerierte. Ja, die 2 von 80, leider kein Patch drauf, aber trotzdem ein Lukas Podolski On-Card-Autogramm. Das heißt, er hat die Karte wirklich in der Hand gehabt, hat sie vor sich liegen gehabt, hat sie unterschrieben. Ja, und, nee, warte mal, hier steht, ach, guck mal, ich habe hier Farewell Game, ich habe das falsch gesagt. Ich hab das bei den Trikots falsch gesagt. Ich lege die nochmal kurz zurück, wir gehen da gerade nochmal durch hier, weil hier steht nämlich Club Legend, ja, sieht man das? Club Legend, ja, das ist ein Stück Club Legend, Farewell steht auf jeder Karte drauf. Ja, steht nämlich hier auch drauf, Farewell Game. Und hier ist Rising Star, Rising Star. Und jetzt muss ich gerade nochmal... Erstes Spiel. Könnte durchaus sein, ja. Ich denke mal, hier Rising Star habe ich hier und das müsste das erste Spiel sein, ja. Und Club Legend könnte auch,
Das weiß ich jetzt gar nicht. Könnte das letzte Spiel sein. Last Dance ist wahrscheinlich das letzte Club Legend, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber wie gesagt, sowas wäre auch möglich gewesen hier, ja, als Autogramm. Das heißt, Autogramm auf der Karte mit einem Logo bzw. mit einem Patch von seinem Trikot. Und dann ist natürlich halt, das ist halt der Brecher, das ist der Hauptgewinn, ja, mit dem Geißbock-Patch drauf. Das wäre natürlich cool gewesen. Aber ich freue mich auch so wahnsinnig über diese Box. Die sieht so schön aus. Die wird in mein Regal gestellt. Ich habe zwar noch keine Vitrine dafür, aber dafür könnte man sich auch eine anschaffen. Ja, so ein bisschen hochkant irgendwie hinstellen. Das vielleicht so ein bisschen davor legen. Das hat schon was, ja. Und es gibt, wie gesagt, nur 200 Ausgaben von dieser Box. Aber eine One-of-One gibt es gar nicht. Es gibt keine One-of-One. Genau, es gibt... die Karten sind alle nummeriert zu 75, zu 75, zu 75, zu 20. Die kleinste Nummerierung wäre zu 15. Ja, also es gibt keine One-of-One, es gibt quasi keinen Super-Fractor. Oh, Entschuldigung, zu 5 sogar, genau. Entschuldigung, das sind diese Golddinger hier, das sind wahrscheinlich die Patches, wo halt aus jedem Trikot halt der Geißbock oder sowas genommen wurde. Da gibt es 5 Stück von. Ja, ich habe halt... Moment, habe ich die? Die ist rot-weiß... Zu 80 und zu 80 steht Silber. Okay, Silber zu 80. Das wird die dann. Es gibt eine Red zu 40, eine Black zu 20. Ja, und dann gibt es nochmal die kleinen, wo der Patch drin ist. Ja, die sind halt nur zu 35 oder zu 15 oder halt, wie gesagt, super selten zu 5 nummeriert. Die On-Card-Autogramme ohne Patch zu 80, zu 40, zu 20. Ich habe die 80er gezogen. Vollkommen egal. Es ist ein einmaliges Stück. Ja, was ich hier bekommen habe und das wandert so in meine Trading Card Sammlung und wird auch da bleiben. Ja, genau. Das soll es jetzt von dieser Box gewesen sein. Wie gesagt, Lukas Podolski hat seinen Abschied gefeiert, hat eine eigene Box rausgebracht von sich für die Fans. Ja, er hat selbst das Ganze angeleiert. Das finde ich richtig, richtig cool. Und es ist ein Stück Fußballgeschichte, die jetzt in meiner Sammlung ist. Leute, wie gesagt, wenn ihr die haben möchtet, Sport 2 hat aktuell noch welche da. Das ist jetzt keine Werbung oder ich bekomme nichts dafür. Ja, ich möchte euch nur sagen, wenn ihr so ein Stück Geschichte haben möchtet, könnt ihr jetzt noch zugreifen. Ich versuche dran zu denken und Sport 2 in der Videobeschreibung zu verlinken. Ansonsten könnt ihr mir wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt, wie ihr Lukas Podolski findet, welche Erinnerungen ihr an ihn habt. Ein richtig geiler Spieler meiner Meinung nach. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Horner.